Manche erinnern sich vielleicht noch an den höchst seltsamen Stern mit der Katalognummer KIC 8462852 oder auch ganz einfach Tabby's Stern, der derart ungewöhnlich geflackert hat, dass Astronomen eine außerirdische Intelligenz dahinter vermutet haben. Tabby's Stern, der nach Tabitha Boyajian benannt ist, ist rund 1400 Lichtjahre von der Erde entfernt, etwa 50% größer und massereicher als unsere Sonne und wurde mit Hilfe des Kepler-Weltraumteleskops entdeckt. Der Grund für die Annahme einer außerirdischen, also einer intelligenten Megastruktur, hat damit zu tun, dass die Helligkeit des Sterns im September 2015 in unregelmäßigen Abständen um bis zu 22% geschwankt hat. Üblicherweise leuchten Sterne seiner Größe aber weitgehend gleichmäßig. Astronomen haben zahlreiche Erklärungsansätze für das unerwartete Verhalten vorgeschlagen. So könnte er Planeten besitzen, die gelegentlich vor dem Stern vorbeiziehen und ihn dabei teilweise verdecken. Allerdings verdunkeln selbst Riesenplaneten wie der Jupiter in unserem System ihre Sterne nur um etwa 2%. Eine andere Möglichkeit sind große Menge Kometentrümmer oder eine unregelmäßige Scheibe aus Staub, die den Stern umgeben könnten. Solcher Staub sollte sich allerdings erwärmen und so zusätzliche Infrarotstrahlung aufweisen. Der spektakulärste Erklärungsversuch jedoch schlägt vor, dass eine technologisch fortgeschrittene Zivilisation um den Stern eine sogenannte Dyson-Sphäre gebaut hat, um ihren Energiebedarf zu decken. Diese Idee stammt vom US-Theoretiker Freeman Dyson, der in den 1960ern spekulierte, dass solche Zivilisationen eine gigantische gitterartige Schale um ihren Stern konstruieren könnten, um damit möglichst viel Strahlungsenergie zu ernten. Konkrete Hinweise auf so eine Struktur gibt es im Fall von Tabby's Stern aber nicht. Da dieses Thema viele Leute gefesselt hat, haben über 1700 Unterstützer mehr als $100.000 gesammelt, um die Forschung zu unterstützen und voranzutreiben. Die vergleichsweise nüchterne Antwort, die das Team um Boyajian in ihrer Studie nun gibt: eine künstliche Megastruktur wie eine Dyson-Sphäre ist nahezu ausgeschlossen. Stattdessen deuten die Daten auf extrem feinen Staub mit typischer Korngröße von deutlich weniger als einem Tausendstel Millimeter hin. Solcher Staub schluckt Licht verschiedener Farben unterschiedlich stark. Was immer zwischen uns und dem Stern vorbeizieht, ist daher nicht undurchsichtig, wie man es von einem Planeten oder einer außerirdischen Megastruktur erwarten würde. Die gesammelten Daten lassen nun jedoch auch den Schluss zu, dass der Stern von selber flackert. Das Rätsel ist deshalb insgesamt noch nicht gelöst, betonen die Autoren der Studie. Eine klare Antwort haben wir also auch hier wieder nicht. Das Rätselraten geht somit weiter. Zumindest wissen wir oder die Wissenschaftler sind sich relativ sicher, dass so etwas wie eine Dyson-Sphäre auszuschließen ist. Was denkt ihr aber darüber? Ist so etwas wie eine Dyson-Sphäre überhaupt machbar? Könnt ihr euch das vorstellen? Sollte es euch gefallen haben, lasst es mich bitte wissen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Danke fürs Reinschauen, hoffentlich bis zum nächsten Mal.